habe echt genug. Ja. Es ist halt schade aus der Sicht der Leute, die die Gastronomie betreiben. Naja, das ist wie Luxury-Gefängnis. Die Bilder sind bekannt, der Frust auch. Österreich ist zurück im Lockdown, zum vierten Mal. Schulen bleiben vorerst geöffnet, aber die Gastro ist wieder dicht. Innenstädte sind sehr spärlich besucht, Shoppen verboten. Nur Geschäfte, die für die Grundversorgung wichtig sind, bleiben auf. Wie Supermärkte, Drogerien, Apotheken. So werden die alten Schilder und die kreativeren Verkaufsmodelle wieder herausgekramt. Die Hoffnung, der schlimmste Teil der Pandemie sei überstanden, ist längst verpufft. Ich bin echt schon müde von diesen Lockdowns. Ja. Ich habe echt genug. Ja. Ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Also für mich persönlich geht es nicht so gut. Ich meine, psychologisch vor allem. Echt? Ja, sicher. Also wie kann man sitzen und nichts machen? Das geht nicht einfach. Ich finde es schade, dass wir wieder einen Lockdown haben, aber es gehört dazu, wir haben halt steigende Infiziertenzahlen. Aktuell liegt die landesweite Inzidenz über 1000, Tendenz schnell steigend. Und nur rund 65% der Bevölkerung sind zweimal geimpft. Der Anteil ist also noch kleiner als in Deutschland. So entschied sich die Regierung nicht nur für strikte Einschränkungen, sondern auch für eine Impfpflicht ab Februar 2022. Jetzt aber beschäftigt viele erst einmal der Lockdown, denn damit sind wieder wirtschaftliche Einbußen und Existenzängste verbunden. Für meinen Mann beispielsweise beruflich ist es eine absolute Katastrophe, der ist selbstständig im Tourismus und von einem Tag auf den anderen auf einmal hat es geheißen, jetzt wird alles wieder zugesperrt, es kommt eine Stornierung nach der anderen. Auch Alexander Pribil in Salzburg haben die plötzlichen Einschränkungen kalt erwischt. Ihm gehört ein Souvenirshop. Ja, natürlich haben wir gedacht, dass der Winter ganz normal wird. Jetzt habe ich das Lager voll natürlich. Und heute haben wir den ersten Tag vom Lockdown und keine Leute sind von gestern auf heute mehr da. Den Schaden kann der Ladenbesitzer sogar schon ungefähr beziffern. Ja, also die nächsten 3-4 Wochen schätze ich mit Umsatzeinbußen von 70-80%. Was aktuell auch ausfällt, die Weihnachtsmärkte. Die Buden stehen schon, aber sie bleiben zu. Vorerst. Denn spätestens ab dem 13. Dezember soll der Lockdown nach Angaben der Regierung wieder enden. Die vage Hoffnung auf ein bisschen normale Wintersaison bleibt also. Wie es aber wirklich in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, das weiß niemand so genau. Man kennt das schon.